Servus miteinander und herzlich willkommen bei 3 Bayern on Tour. Eigentlich wollten wir heute zur Fischonkelalm und nur weiter zum Rüttbach vollwandern. Aber da der Wetterbericht nichts Gescheites vorausgesagt hat, haben wir uns das für später aufgehoben. Stattdessen sind wir dann zum Ruppoldinger Unternberg gefahren. Der Unternberg ist quasi der Sportberg von Ruppolding. Man kann da im Winter gut Skifahren und Rodeln und im Sommer Gleitschirm fliegen und Mountainbiken. Und natürlich kann man da auch wandern und das haben wir heute vorgehabt, und zwar von oben nach unten. Erst einmal sind wir mit dem Sessellift aufgefahren. Das ist viel schöner als mit der Seilbahn, weil man da an der frischen Luft gemütlich einen Berg aufgekutschiert wird. Nach 20 Minuten Fahrt waren wir dann oben auf dem 1425 Meter hohen Unternberg und haben erst einmal wieder eine tolle Aussicht gehabt. Von der einen Seite runter auf Ruppolding und auf den Hochfällen, wo wir beim letzten Mal gewesen sind, und auf der anderen Seite in die Alpen rein Richtung Sonntagshorn. Vor ein paar Jahren ist der Wanderweg am unteren Berg saniert worden und ist jetzt ein breiter Kiesweg. Ich bin ja von solchen Wegen nicht so begeistert, weil es langweilig und durch den Kies auch ziemlich rutschig sind beim Obigee. Ich mag lieber die felsigen Bergsteige über Stock und Stor. Deshalb haben wir auch den neuen Weg auch wieder verlassen und sind den alten Weg runtergegangen. Der ist zwar steiler, aber halt auch schöner. Angekommen, wollten wir eigentlich in der Raffneralm einkehren, aber die hat doch ernsthaft an einem Samstag Ruhetag. Das merkst du ja echt nicht glauben. Wir sind deshalb zum Klostergasthof Maria Eck gefahren, der wirklich eine sehr gute Küche hat und als Zuckerl obendrauf noch eine bärige Aussicht über den Chiemsee. Mit dem Ausblick verabschiede ich mich heute von euch. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt 3 Bayern on Tour.